Mit dem Nachwuchs ging es dann aber doch ganz schön schnell. Seit Freitag vergangener Woche ist Glorias älteste Tochter Maria Theresia jetzt Mama. Hier noch einmal Bilder von der Hochzeit. Wie das Fürstenhaus offiziell verkündet hatte, brachte die Fürstentochter um 9.59 Uhr in London die kleine Mafalda zur Welt. Im Hauston und Taxis gab es den Namen schon einmal. Prinzessin Mafalda war die ältere Schwester des Fürsten Johannes. Wir sind natürlich schon total gespannt auf das erste Babyfoto. Jetzt können wir uns aber schon vorstellen, wie Glorias Enkelkind aussieht. Gloria im Oma-Glück könnte der Titel lauten. Ich habe mal bei den Regensburgern nachgefragt, ob sie sich mit der Fürstin freuen und ob sie eine gewisse Ähnlichkeit erkennen. Die Fürstin hat ja ihr Enkelkind gemahlen. Sehen Sie da eine gewisse Ähnlichkeit? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt, kann ich nicht sagen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, ne? Ja, von den Augen her vielleicht, ja. Gefällt Ihnen das Bild? Naja, gibt schönere. Also das ist die Fürstin Gloria mit ihrem Enkelkind? Natürlich ist es die Gloria, ja klar. Also sie hat einen unmöglichen Vornamen. Freuen Sie sich mit ihr über ihr erstes Enkelkind? Hurra! Ja, also ich glaube, es ist schon schön, wenn man Oma wird. Aber ich habe jetzt keine so enge Beziehung zu ihr. Wenn man ehrlich ist, ist da eine Ähnlichkeit vorhanden. Die hat man bewusst so gestaltet, denke ich mal. Und wer hat das so gestaltet? Das hat sie selber gemalt. Sie hat es. Ja, sie malt ja schön. Ja, die hat ja Ausstellungen. Sie malt zumindest. So schlecht malt sie nicht. Es gibt schlechtere, würde ich sagen. Na, wenn sie das selber so, dann muss das vielleicht schon das Kind so ähnlich ausschauen, oder?